Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Balance zwischen bebauten und unbebauten Flächen ist die eigentliche Kunst des Städtebaus. Da die Gesamtfläche einer Stadt nicht vermehrbar ist, liegt ein enormer Druck auf den unbebauten Flächen, sie zumindest teilweise für Wohn-, für Gewerbe-, für Industrie- und Verkehrsbauten zu nutzen. Selbst der geschützte Bannwald bleibt von diesen Begehrlichkeiten nicht verschont. Denken Sie nur an die Autobahnverbreiterungen sowie an die Aufweitungen an manchen Autobahnauf- und Abfahrten. Die Absicht der Deutschen Bahn, ein ICE-Werk zwischen Altenfurt und Fischbach zu errichten, wäre mit einem Flächenverbrauch von 46 Hektar bei Variante 1 oder 38 Hektar bei Variante 2 verbunden und mit einer Rodung von Bannwald von ca. 40 Hektar bzw. 30 Hektar. Die vom ICE-Werk ausgehende extreme Lärmbelastung würde die hervorragenden Wohn- und Geschäftsstandorte Altenfurt, Fischbach und Mohrenbronn nachhaltig beschädigen. Wer den Erkenntnisstand respektiert, dass der Wald für das Lokalklima, für den Wasserhaushalt, für den Lärmschutz, für die Artenvielfalt und für die Naherholung der Gesamtstadt Nürnberg von zentraler Bedeutung ist, der kann diese Standortwahl der Bahn nicht verstehen. Und wer die schon jetzt spürbaren Folgen des Klimawandels zusätzlich bedenkt, der muss den Standort letztendlich ohne Wenn und Aber ablehnen. Ich glaube, dass vor allem durch die stichhaltigen Einwände der engagierten Bürgerinnen und Bürger, durch die von Herrn Fleischmann initiierte und geleitete Plakataktion, durch die von Herrn Zenger eingeräumte breite Berichterstattung im Mitteilungsblatt Vita und durch das Engagement der Bürgervereine und durch solche Veranstaltungen wie diese hier, die Errichtung des ICE-Werkes am Standort zwischen Altenfurt und Fischbach verhindert werden kann. Zum Schluss möchte ich ausdrücklich betonen, dass ich wegen der längst fälligen Verkehrswende für die Errichtung eines ICE-Werkes bin, aber an einem umweltverträglichen Standort.